Gesellschaft, in der der Kapitalismus überall herrscht. Der Kapitalismus stellt ein System dar, was sich gegen die Gesellschaft richtet und in besonderem Maße uns als Jugend angreift. Je nachdem, welchen Zahlen Mensch folgen möchte, ist etwa jedes fünfte Kind in der BRD arm, jede oder jeder vierte im Alter zwischen 16 und 24 Jahren lebt in materieller Not oder ist davon betroffen. Wir werden in unserer Jugend in den Kindergarten, in die Schule und in die Universität oder den Ausbildungsbetrieb geschickt, der uns beibringt, dass das Leben auf dieser Erde so zu laufen hat. Die Jugend soll dahingehend erzogen werden, dass sie die Werte und Regeln des Systems derart verinnerlicht, bis sie als eigene Vorstellungen aufgefasst und reproduziert werden. Deswegen ist es wichtig, dass wir Jugend als eine politische Kategorie verstehen, die sich vor allem zu Wehr setzt gegen das Alte und insbesondere das Hinnehmen, dass der Kapitalismus schon immer da war und immer bleiben wird. Die Jugend wird sich niemals mit dem Existierenden zufrieden geben. Wir tragen in der Phase der Jugend eine Impulsivität, eine Dynamik und Kraft in uns, die Ungerechtigkeit dieser Welt zu erkennen, zu benennen und zu bekämpfen. Wir setzen uns zu Wehr durch unsere Organisierung. Wir kämpfen für eine andere Welt, frei von Macht, Ausbeutung und Unterdrückung. Deshalb rufen wir am 7. Juli zum Bildungsstreik auf. Wir wollen an diesem wichtigen Tag nicht nur unserem normalen Alltagssport nachgehen, sondern den Großen dieser Welt die Stirn bieten. Lasst uns zusammen auf die Straße gehen, um eine gemeinsame Antwort entgegenzustellen. Unsere Zukunft gehört uns, solidarisch und grenzenlos, für ein schönes Leben.